Die Elementkonzentration von der Mikrosonde oder vielen anderen Geräten oder einem Paper werden oftmals in Oxiden angegeben, also zum Beispiel SiO2, MgO, Na2O und so weiter. Also haben wir hier vielleicht 54 Gewichtsprozent, 30 Gewichtsprozent, 1,7 Gewichtsprozent und so weiter. Jetzt wollen wir vielleicht einen Plot machen und den Plot wollen wir darstellen, Natrium gegen Magnesium. Nicht die Oxide, sondern die Elemente. Das heißt, wir müssen das Oxid in Element umrechnen. Wie machen wir das? Das geht wie folgt. Der Magnesiumanteil, oder ich fange mal mit SiO an, der Siliziumanteil in SiO2 ist nichts anderes als wie viel Silizium, also ist in SiO2 drin. Und das berechnen wir dann über der Anteil von Silizium in SiO2. Das heißt, wir schreiben jetzt das Gewichtsprozent Silizium einfach, oder wir teilen das Gewichtsprozent Silizium einfach durch das Oxidgewicht. Jetzt hat Silizium das Gewicht von ungefähr 28, ich mache es mal sehr grob, damit es ein bisschen einfacher ist, dann 28 geteilt durch 28 plus 2 mal 16. 16 ist das Gewicht von Sauerstoff. Das heißt, wir haben hier 28 geteilt durch 28 plus 32, also 28 geteilt durch 60. Und da kommt dann raus ungefähr 2. Also, es stimmt natürlich nicht ganz, 0,5, Entschuldigung. 0,5 stimmt natürlich nicht ganz. Der genaue Umrechnungsfaktor ist dann 0,4467, glaube ich. Müssen wir dann eben ausrechnen. Aber so funktioniert einfach die Umrechnung. So bekommt man den Umrechnungsfaktor für die Umrechnung von SiO2 in Si. Wenn wir jetzt hier oben, haben wir gesagt, wir haben 54% Silizium. Das heißt, wir müssten machen 54 mal 0,467 und das ergäbe dann vielleicht irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 26. Müssen wir natürlich erneut wie genau ausrechnen. Das heißt, wenn wir das hier eintragen würden in dem Diagramm, da ist Silizium drauf, dann hätte man Silizium in Gewichtsprozent, wären jetzt 26 Gewichtsprozent Silizium. Und entsprechend verfährt man mit allen anderen auch. Jetzt kann es weiter sein, dass wir auch das Umgekehrte wollen. Jetzt wollen wir das Silizium in SiO2 umrechnen. Was machen wir dazu? Ganz einfach, wir nehmen das hier und nehmen den Kehrwert. Also 1 durch 0,467 und dann bekommen wir irgendwas raus von 1,8 oder sonst irgendwas, 1,8, keine Ahnung was, oder 1,9 irgendwo. Das heißt, wir nehmen dann diese 26% Silizium, multiplizieren das mal 1,8 oder was es genau ist und bekommen dann wieder diese 54 hier raus. Es wäre ein bisschen mehr, 2, irgendwas. Und bekämen dann wieder 2, keine Ahnung, und bekämen dann wieder diese 54 Gewichtsprozent raus. Oder, wenn man es anders schreiben würde, wäre das eben hier SiO2 durch Si, was dann, also wieder die Gewichtsprozent. Das hatten wir oben schon, das wären eben diese, das wäre genau der Kehrwert davon, also 60 geteilt durch 28. Okay, also wir halten fest, Umrechnungsfaktor ist von Oxid nach Element, ist das hier, also das Elementgewicht durch das Oxidgewicht und umgekehrt Element in Oxid ist dann SiO2 geteilt durch Si, also Oxidgewicht geteilt durch Element.